Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Dinosaurier im Reich der Giganten. Nee, Moment, halt, Quatsch, falscher Film. Willkommen zurück zu Prehistoric Park. Wollte ich sagen, nein, nein, das ist auch falsch. Aber wenn ich mich hier so umgucke, dann könnte man durchaus den Eindruck bekommen, dass man hier irgendwo in einer anderen Dimension gelandet ist. Und ich merke, dass ich mit denen reden kann. Wow. Wow. Diese Tiefsinnigkeit der Botschaft hat mich hier umgehauen. Eine völlig neue Art von Kommunikation. Und eine völlig neue Art von Sprache. Danke für das tolle Gespräch. So, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen weiter um. Denn da vorne zum Beispiel gibt es ein Kristall zu holen. So, elegant kurven wir um dieses Ding rum, das so gigantisch ist, dass ich sein Halsende nicht sehen kann. Nee, keine Chance. So, hier hüpfen auch weiter munter T-Rex-Babys durch die Gegend. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu lange hier bleibe, weil ansonsten werde ich sie wahrscheinlich noch adoptieren. So, hier kann ich auch rein. Aha, und da ist... Genau, ja. Genau. So stelle ich mir das vor. Mittlerweile haben wir auch 60.000 Scorer-Punkte gesammelt. Großartig. Absoluter Spitzenwert ist das. Da kommt kein anderer Fußballprofi der Welt jemals ran. So. Da ist immer noch Octan. Ich bin ganz froh, dass das Abenteuer hier auf der Dino-Insel abgeschlossen ist. Oder auf der Wüsteninsel generell. War ja das längste bisher. Und die Rätsel und Minispiele hatten es auch durchaus in sich. Aber wir haben schon gesehen, dass wir hier nicht ganz einfach so wieder wegkommen. Denn wir haben hier schon gesehen, wir haben hier das Lenkrad-Symbol. Das heißt, wir kriegen einen neuen fahrbaren Untersatz. Kann ich hier auch noch hin? Na, in... Jetzt bloß nicht in der Spielematrix hängen bleiben. So, Scharfzähne haben sich mittlerweile von uns abgewandt, denn da hinten scheint es irgendein unsichtbares Fressen zu geben. Sollen wir recht sein? So, ich würde sagen, wir packen es jetzt an. Lange genug geredet. Los. Okay, da fliegen wir und es geht zurück. Wow, das war ja eine Zwischensequenz, echt unglaublich. So, jetzt kommt ein weiterer Beruf auf unsere ohnehin schon schier unendliche Liste. Nachdem wir beim letzten Mal ein T-Rex-Reiter und Luftballonfahrer waren, sind wir jetzt auch noch Herrscher der Lüfte, der Pterosaurier Lüft. Um genau zu sein, was war denn das? Aha, okay. Episch ist es ja schon, aber ich schätze mal, ich muss landen. So, weitere Gebäude sind dazugekommen. Weitere Seiten sind wieder in unserem Besitz und ihr seht, was wir zu tun haben. Wir werden diese Folge wieder damit zubringen, ein paar Brickstar-Bots so richtig in den Arsch zu treten. So, ich würde jetzt aber gerne mal landen. Du Steinbrecher, du! Huch,
Was? Wie? Ich meine, wo? Was zum... Du sagst es, Pepper, genau. Ich glaube, da kommt irgendwas. Hallo, hier kommt der große, böse Wolf. Hilfe! Oje, oje! Mama! Papa! Ja, ja, Mama und Papa und ich natürlich. Mama und Papa sind jetzt meine persönlichen Leibköche. Jetzt kann ich auf der Ogelinsel Pizza essen, wann's mir passt. Meins, meins, alles meins. Ich krieg immer noch Geld von dir für die letzte Pizza. Haltet durch, Mama und Papa. Wir kommen euch zu Hilfe. Okay, wir haben folgenden Plan. Du gehst jetzt zur Radiostation und besorgst ein Radio. Ich glaube, wir können sie mit Musik bekämpfen. Denen werden wir die Flötentöne schon beibringen. Hast du Töne? Guter Plan. Und Drama. Und das absolute Fiasko. Und wo ich vorhin noch dachte, dass wenigstens ein paar Brickster-Bots den Groove raus haben, scheint es doch irgendwie nicht der Fall zu sein. Sie sollten sich vielleicht mal bei DSDS bewerben, da könnte es noch was werden, aber ansonsten sehe ich ehrlich gesagt musikalisch schwarz für die Herrschaften. Und das absolute Drama. Mama und Papa Bricolini wurden entführt. Und wir müssen sie jetzt natürlich wieder zurückholen. Der Steinbrecher scheint ein Update gemacht zu haben, der Brickster wollte ich sagen. Mittlerweile scheint er eigene Raketen an seinen Schuhen zu haben, also was immer das für Schuhe sind. Sobald sie im Fachhandel sind, werde ich sie mir besorgen. Cool, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wir wissen ja, Pepper hat die Genehmigung, sowas zu sagen. Ups. Pepper, lern doch mal zielen. Okay, was mit dem Herrschaft los ist, weiß ich nicht. Ist der immun oder sowas? Also in der letzten Folge konnte man sie noch abwerfen. Okay, lassen wir den jetzt erstmal. Wir haben jetzt erstmal ein paar andere Sorgen. Okay. Ach so, ja, ich muss sie ja mit Musik bekämpfen. Also, die Brickster-Bots haben sich doch irgendwie weiterentwickelt. Zwar nicht intelligenztechnisch, aber auf andere Art und Weise. So, aber irgendwo waren noch weitere Seiten. Leider weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz wo. Aber irgendwo da drüben bestimmt. Wird schon richtig sein. Genau, da hinten ist noch eine. Zum Glück senden die Seiten ja immer recht auffällige Rauchzeichen, an denen man sie ganz gut erkennen kann. Hier rück ich nicht mehr raus. Okay, kürzen wir das Ganze ab. Ihr wisst wie. Biturbo V8 Sportwagen muss her. Ja, er steht da und weiß auch nicht ganz wohin mit sich. Hat sich immer noch nicht selbst gefunden. Ich habe ihm ja mal einen Selbstfindekurs empfohlen, aber er hat nicht auf mich gehört und genau das hat er jetzt davon. Jetzt ist er auf der Straße geendet. Nehmt euch ein Beispiel daran, Leute, wenn ihr nicht so enden wollt. Dann besucht diese Selbsthilfekurse. Und wenn ihr es nicht nötig habt, umso besser. So, da hinten sehe ich irgendeine Seite, genau da hinten qualmt es wieder. Sehr schön. Also, ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht, aber Hallo, ewig ist es nicht mehr. Wie kann Ingo auf dem Bau gebraucht werden, wenn da vorne doch Bob steht, der andere Meister? Gut,
mein einer fahrbarer Untersatz ist weg, nehme ich mir den anderen. Oh Gott, da wird Lola schon wieder ins Sandwich genommen. Oh Mann. Dass es aber auch immer die Frauen treffen muss. Die können einem leid tun. So, 3 von 4 Seiten. Nee, das geht so nicht. Leider sieht man aus der Autoperspektive nicht genug, um die Seiten wirklich orten zu können. So, erhöhte Position. Sieht man hier vielleicht was? Ich könnte auch einfach den Helikopter nehmen, ne? Ja, komm. Machen wir das mal eben. Bevor wir die Brickstar-Bots bekämpfen, will ich die Seiten nach Möglichkeit haben. Ah, da. Okay. Ja, Sicherheitszaun ist nur 1 Meter lang, aber das reicht halt schon, um ein Pepperoni außer Gefecht zu setzen. So, aber ich würde sagen, dass die Rückholaktion von Mama und Papa Bricolini... Was machst du denn? Warum? Aber wie? Also ihr habt das schon gesehen. Warum muss ich schwimmen? Und die kann einfach übers Wasser gehen. Oder warte mal, diese langen Haare. Es ist Jesus! Super genial! Jesus Christ! Komm zurück, Mann! Alter Jesus! Hallo, Peppa! Ach nö, doch die Frau. Alles klar, dann war es halt Frau Jesus, wie auch immer. Ich weiß noch nicht ganz, warum der Luftballon da in der Luft schwebt. Warum der überhaupt da ist. Nö, keiner drin. Tja, also Seiten haben wir auf jeden Fall irgendwo. Radiostation. Ach, da hinten. Genau. Wow. Haha. Der Brickstar-Bot hat sich den totalen Deppenjob rausgesucht. Jetzt bekommt auch er frühzeitig einen krummen Rücken. Muss auch frühzeitig zur Ergotherapie. Das hat er jetzt davon. Also, gehen wir das noch an? Ja, machen wir. Pepper, mein Gutester. Was los? Wir brauchen ein Radio-DJ. Lange Geschichte. Auf jeden Fall brauchen wir ein Radio. Verstehe. Kein Problem. Jetzt lassen wir die Steinbotter tanzen. Okay, und wie genau? Ja, das Ding wummert. Ja, da vorne. Der einzige Steinbotter, der einen Sinn für Rhythmus hat, aber auch den müssen wir jetzt dran glauben lassen. Yeah! Aber einen Hüftschwung hat der Junge. Ja, aber das scheint ihm nicht gut zu tun. Da quillt ihm Musik schon scheinbar aus den Ohren. Ja, wird auch immer schneller bei ihm. Lange macht er das nicht mehr mit. Und was genau tue ich jetzt? Ah. So funktioniert das. Ist nur leider eine etwas langwierige Aktion. Aber großartig. Wir lassen die 90er wieder aufleben. Yeah, oh, wie der abgeht, Alter. Wir lassen die 90er wieder aufleben, packen den mobilen Ghetto Blaster wieder aus. Und was für eine abgefahrene Musik. Es tut mir, wie gesagt, leid, dass die Musik nicht lauter ist, aber ansonsten hört man die Stimmen nicht mehr. Gut. Es ist offenbar doch wirklich so einfach, wie es aussieht. Sehr schön. Nö, den Ball fasse ich nicht mehr an. Da müsste ich, wenn schon, Neo aus der Matrix um Hilfe bitten, dass er mich wieder materialisieren kann, dass ich auch mal mit diesem Ball spielen darf. Aber der hat, glaube ich, gerade zu tun. Muss wieder ein paar Pillen verabreichen. Von daher hat der Junge wirklich andere Sachen zu tun. Und so dringend ist das mit dem Fußballspiel jetzt auch nicht. Ah, Doppelpack.
Klar. Meine Damen und Herren, bitte. Brickstabot synchron tanzen. Ja, die haben auf jeden Fall den Dreh raus. Der Flow geht vom Kopf über den Arsch bis in den Fuß. Und dann ins ewige Reich der Schrotthaufen. So will ich das sehen. 19 Stück haben wir schon eliminiert. Großartige Quote. So, irgendwo war noch ein Sandwich unterwegs. Und auch sonst gab es noch reichlich von denen. Ich hoffe mal, es werden nicht noch mehr im Laufe der Zeit. Das würde ich nicht verkraften. Ich frage mich jetzt nur gerade, warum ich jetzt nicht mehr so viele Scorer-Punkte habe. Oder ob das einfach nur für jede Insel einzeln zählt. Ja, wahrscheinlich schon. Oh, der hat einen gelben Kopf. Ja, das ist die Musik aus dem Hauptintro, wenn ihr euch erinnert. Ja, und der hat schon die Augen geschlossen. Der ist so bei der Sache, der weiß schon gar nicht mehr, wohin mit sich. Ja, die wissen einfach gute Musik nicht zu schätzen. Sehr bedauerlich. Also, wenn ich auf die Art und Weise Leute beseitigen könnte, wäre natürlich auch eine geile Methode. Auf die Art und Weise könnte ich ziemlich viel anrichten. So, jetzt müssen der Rote und der Grüne dran glauben. Ja, auch das ist zwar nicht ganz synchron, aber aufeinander tanzende Brickstabots haben wir heute auch noch nicht gesehen. Immer wieder was Neues, was uns hier geboten wird. Großartige Unterhaltungskünstler sind das. So macht das Spaß. Das sind mal Straßenkünstler. Den würde ich auch einen Euro hinschmeißen. Ja, okay, was auch immer da passiert ist. Und das Schöne ist, selbst wenn ich den dann Ohre hinschmeiße, ich könnte ihn mir nachher wieder zurückholen, weil sie irgendwann draufgehen. Hier war doch auch noch irgendwo... einer... What? Okay, bei der Aktion lief was schief. Okay, das müssen wir nochmal machen. Das wird so nix. Nochmal. Also gut, ihr beiden. Neue Chance, euch zu bewähren. Ja, jetzt... wird sogar hintereinander getanzt. Eine kurze Polonaise ist es zwar, aber es ist eine Polonaise. Und auch die beherrschen das Ganze synchron. Das ist der Vorteil, wenn man ein Roboter ist. Da kann man sich einfach synchron mit seinem Kollegen abstimmen. Jetzt. So. Also, wenn die beiden irgendwann mal beim Synchronschwimmen oder Springen mitmachen sollten, sie würden auf jeden Fall mindestens eine Medaille holen. So, da vorne ist noch ein unglückliches Opfer, das jetzt ebenfalls Opfer von guter Musik werden wird. Ja, ja, wenn ich mal mit dem Ghetto Blaster mit guter Musik durch die Gegend laufen würde, dann könnte ich alle Leute beseitigen, die meiner Meinung nach an schlechtem Musikgeschmack leiden. Und dann würden sie einfach verpuffen. Am besten wäre es natürlich, wenn ich die Macher dieser schlechten Musik gleich selbst beseitigen könnte, dann wäre mir endlich Ruhe auf dem Posten hier. So. Und jetzt weiß ich leider nicht, wann es vorbei ist. Ja. Ach da! Ja! Gott sei Dank geht der Ghetto Blaster immer von ganz alleine an. Sobald er spürt, dass ein Brickstar-Bot in der Nähe ist, der keine Ahnung von guter Musik hat, springt er automatisch an, um ihn so lange zu penetrieren, bis der vor lauter Frust in seine Einzelteile zerspringt. Das ist der Ghetto Blaster der Zukunft. So. Und jetzt? Pepper, kommst du hoch? Natürlich kommt Pepper hoch. So. Und dieser Ghetto Blaster ist auch noch wasserdicht. Och, du schaffst es nicht, ihn zu überholen. Das ist doch nicht so schwer. Guck doch mal, wie breit die Straße ist. Ja, also... ich weiß nicht, wann es geschafft ist, aber 24 ist eine gerade Zahl, deswegen sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch einmal einen Schnitt, denn die Folge ist lang genug. Und dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen mit was auch immer. Wir werden sehen, was uns hier noch so erwartet. Und vielleicht sprechen wir sie beim nächsten Mal einfach an, die drei hier, denn vielleicht haben die eine Idee. Also...
Wie immer, bis zum nächsten Mal dranbleiben und bis dann.